So Leute, willkommen zurück zu einer neuen Fußballmanager 2018 Folge. Am Anfang jetzt direkt mal sorry, dass so lange nichts mehr kam. Ich war ja wie gesagt in Cottbus, da erwarten euch noch einige Videos aus dieser Zeit. Aber jetzt kommt die Zeit auf mich zu, wo ich wieder die ganzen fucking Klausuren schreiben muss. Ich habe die erste hinter mir, nächste Woche stehen 3 an. Montag, Mittwoch und Donnerstag und Freitag habe ich ja Geburtstag, wie vielleicht einige wissen. Aber noch eine andere Sache. Wir sind ja jetzt schon fast am Ende der Saison. Ich habe mir FIFA 18 gekauft. Ich würde das gerne so machen, dass wenn wir hier den Aufstieg schaffen in FM 2018, sozusagen weitermachen bei FIFA. Heißt, wir haben beim FM den Aufstieg geschafft und machen dann sozusagen mit der Mannschaft, ich stelle die dann sozusagen so zusammen, wie wir das getan haben, also wie wir das sozusagen getan haben und pack die Spieler rein, größtenteils, die wir uns da geholt haben, außer die Laien, das ist ein bisschen unrealistisch und wird dann so ein Übergang von Fußballmanager auf FIFA machen, weil ich spiele jetzt viel lieber FIFA. Fußballmanager könnte ich dann noch ein, zwei Mal streamen, aber an sich fände ich es ganz cool, wenn wir das so machen. Vierte Liga, Aufstieg in die dritte, dann machen wir bei FIFA weiter und ich spiele privat das weiter und dann können wir vielleicht nochmal einen Übergang machen von zweiter in die erste, dann wieder Fußballmanager und dass wir das so ein bisschen kombinieren und ich würde sagen, auf jeden Fall, wenn euch das gefällt, gebt euch jetzt einen Daumen hoch, einen Kommentar, aber ich würde sagen, erstmal haut rein, viel Spaß mit der Folge und bis dann! So Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Fußballmanager 2018. Heute sind wir ja angelangt am 10. September in der letzten Folge. Da hatten wir ja gegen Germania Halberstadt gewonnen und gegen den Blumenthaler SV. Und ich habe mir das jetzt vorgenommen für die nächsten beiden Folgen, weil ich produziere die ja heute vor, weil wir fahren ja morgen nach Cottbus und deswegen seht ihr diese beiden Folgen. Sind sozusagen vorproduziert heute am 1.10. und die muss ich halt auch noch schneiden, deswegen, ihr seht schon draußen dunkel. Ich hoffe, ich schaffe das alles. Und ich habe mir vorgenommen, ich schaffe in einem Video 2 Monate. Heißt, wir schaffen den Monat September plus den Monat Oktober, wo es noch ein DFL-Pokalspiel gibt gegen Viktoria Hamburg und diese 4 Ligaspiele. In der nächsten Folge machen wir dann den November mit den 3 Spielen und den Dezember mit diesen 3 Spielen. Und in der übernächsten Folge gibt es dann halt die Transferphase plus die ersten Spiele im Februar. Und so weiter, März, April und dann gibt es auch schon den Saisonabschluss. Hier mit Urlaubsbeginn und Nationalmannschaft und so ein Kack und ich würde sagen, wir starten rein in die Folge. Zuallererst, ich muss mich auf eine Kritik fegen, das ist von Fabian bzw. ein Tipp. Ich muss mehr mit den Spielern reden, da hat er auf jeden Fall recht, auf jeden Fall kann man das hier machen, Aktionsspielergespräche. Und ich sage, ich hoffe, dass er hier glücklich wird, ich muss mit ihm halt mehr sprechen. Da hat er recht, ich muss mit allen mehr sprechen. Ich versuche jetzt natürlich nach jedem Spiel ein bisschen so mit allen zu reden. Und du trainierst sensationell. Okay, sage ich ihm einfach mal Streli Mamba auf jeden Fall. Dominik Grau ist ja immer noch verletzt, das haben wir ja letztes Mal mitbekommen. Statusbericht Verletzungen, Dominik Grau noch 6 Tage, André Starzev 11 Tage und Philipp Knechtl 2 Wochen. Und das ist eigentlich relativ gut, 3 Spieler, die innerhalb der nächsten 2 Wochen wieder dabei sind. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einmal wieder die Woche. Mehr mit Spielern reden habe ich jetzt gemacht und mehr Tipps kamen auch soweit nicht. Ja, das ist eigentlich ganz, ganz gut so und ja, momentan ist auch alles im grünen Bereich. Wir haben das Urteil ja versucht ein bisschen runter zu pushen, aber das geht leider nicht. Und der Hauptsponsor stellt einen Siegprämienausschuss, wenn wir gegen den BFC Dynamo gewinnen sollten. 3.900 €, das ist schon relativ viel und das mit den jungen Mannschaften machen wir gleich. Hier sehen wir auch schon richtig die schlechte, die können wir eigentlich schon rauswerfen. Das ist halt so, wenn man die rauswirft, dann kommt automatisch ein neuer rein und wenn man hier zum Beispiel jemanden mit 3 Sternen Talent hat, dann werden die Spieler ähnlich. Heißt, es gibt dann immer sozusagen einen, der wieder neu dazukommt und irgendwann hast du dann halt ein ganzes Team voll mit Talenten. Ich würde sagen, wir starten aber erstmal jetzt ins Spiel rein gegen den BFC Dynamo. Wir geben natürlich wie immer alles. Sagen wir hier, geht raus, wir verlieren das heute nicht. Freistoß, Kevin Weidlich. Mit einem irren Freistoß, der scheint zunächst über das Tor zu gehen, senkt sich aber. Und das 1:0, sehr, sehr schön. Ah, nur Latte, ich kann nicht wirklich lesen, Leute. Latte in der ersten Minute ist schon mal nicht schlecht. Oh, Philipp Förster hat anscheinend irgendwas an dem Oberschenkel. Okay, es geht weiter für ihn. Es geht weiter, sehr, sehr schön. Wir machen jetzt einmal wieder schneller, wie immer, ne? Kennt ihr ja, Leute. 1:0, 1:0, 1:0, sehr, sehr schön. 1:0 zur Halbzeit. Matuidi mit einer gelben Karte. Wir machen jetzt wieder den Assistenten sprechen. Und ein Freistoß. Schon wieder Kevin Weidlich, anscheinend ist er ganz gut dabei. Und packt dann eine ordentliche Kleber aus, der Ball fliegt wie ein Strich und klatscht zunächst gegen den rechten Pfosten, dann gegen die Latte und springt dann raus. Oh, Latte, ey,
mit Pfosten und Latte haben wir heute nicht wirklich viel Glück. Kevin Waldlich zweimal an die Latte und beim zweiten Mal sogar noch an den Pfosten gegangen. Spielerwechsel Felix Geißler für Kevin Waldlich, der ein echt, echt gutes Spiel gemacht hat. Das muss man echt zu ihm lassen. Tim Kruse kommt auch noch rein für Förster. Und dann würde ich sagen, haben wir im Mittelfeld fast wieder das Alte. Und es bleibt beim 2:0. Streli Mamba macht noch das 2:0. Sehr schön. Damit haben wir die Siegerprämie. So, wir bekommen die Siegprämie in Höhe von 3.900 Euro. So Leute, wir kommen jetzt hier back. Ich habe jetzt alle unnötigen Jugendspieler entfernt. Habe auch noch ein paar Spielergespräche jetzt nochmal geführt. Ganz, ganz viele haben sich verbessert und ich glaube, einer hat nichts gemacht, das war Kruse. Jugendmannschaft hat einfach die jetzt gelassen, 2 Sterne, einer davon 3 und in der B-Jugend gibt es 3 Leute, die zumindest 2, die ein Potenzial haben und einer, der hat jetzt schon eine 53 und der wird richtig, richtig stark, glaube ich. Und André Starzev ist wieder fit und Philipp Knechtel noch angeschlagen. Aber wir sind jetzt schon beim nächsten Spiel und ich würde sagen, wir lassen unsere erste Mannschaft erstmal so, weil passt ja bis jetzt noch ganz gut so, würde ich sagen, leistungstechnisch auch. Gegen den Berliner AK. Gebt euer Bestes. So, wir sind Zweiter, Berlin ist 13. Okay, ich habe mit ihm noch geredet, dass er im nächsten Spiel in Topform braucht. Mann, egal, wir spielen mal so weiter, gucken, wie es wird. Na, ui. Rote Karte. Tackling von hinten, ein durch Hoden. Ah, Tackling von hinten. Hilfe. 2:0, das ist sehr, sehr gut. Aber wieder 2 gelbe Karten. Sparge kommt dann im nächsten Spiel mal ins Tor. Wir führen jetzt hier schon 2-0. 3-0, sehr schön. In Unterzahl 3:0 zu führen, ist echt stark. Wir hätten das Tor geschossen. Wir hätten die Tore geschossen, eher gesagt. So, Kevin Waldlich, Eigentor von Kevin Waldlich, auch eine Vorlage. Und Gianluca Waldschmidt. Das sind gute Noten, guckt euch mal. Abbau da an, alle eine 1. Alle eine 1, das ist natürlich sehr, sehr schön. Auf das Sparge, rein für Nübel. Das könnte auf jeden Fall sehr, sehr gut werden. Immer noch 3:0. Wir gewinnen dieses Spiel in Unterzahl mit 3:0. Ist keine schlechte Leistung, muss ich sagen. Auch wenn es eine rote Karte gegeben hat. Ich bin zufrieden mit der Mannschaftsleistung. Wir sind jetzt auch wieder Erster und spielen zu Hause gegen Hertha BSC Berlin 2. Dominik Rau hat mal wieder eine Chance verdient zu spielen. Aber sportlich gesehen sind wir bei einer 16 von 20. Und Fanbeliebtheit 100 von 100. Passt doch sehr, sehr gut. Verhandeln wir erstmal hier, ne? Summe erhöhen. Verhandeln. So, unterschreiben wir mal. Haben wir noch ein bisschen was an Geld bekommen. Fans, und jetzt machen wir mal einen Appell an die Fans. Vielleicht kommen dann zum nächsten Spiel ein paar mehr, weil wir sind ja momentan Erster, man kann die Mannschaft dann unterstützen. Welcome back, jetzt hier zum Spiel gegen Hertha. Ich guck mal, was der Appell an die Fans gebracht hat. 8% mehr, das ist schon mal sehr, sehr gut. Und 16.000 Zuschauer, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut für die vierte Liga. Direkt hier voller Angriff und wir machen mal wieder volle Geschwindigkeit. 1-0, 3-1, 3-1, Verletzung, Tim Kruse. Besser zumindest als eine rote Karte. Förster direkt rein. 5-1 zur Halbzeit? Sag mal, wie gehen wir denn gerade ab? Das ist ja nicht mehr normal. Das ist ja nicht mehr jugendfreundlich hier, Alter. Und Geißler macht dafür auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Den will ich jetzt nicht eben draus nehmen. Und Geißler, Ziegenbein, Waldschmidt, Mamba, Waldschmidt. Okay, Waldschmidt rasiert hier. So, wir haben eh schon 3 Auswechslungen gemacht und 6-2, 6-3, okay. Hertha kam anscheinend nochmal kurz zurück mit einem 6-3. Ist auf jeden Fall kein normales Ergebnis, finde ich. Und Präsident, sportlich gesehen, haben wir uns auch nochmal verbessert von einer 16 auf eine 17. Und wir sind Erster. Wir haben zu wenig Geld, wir müssen irgendwann nochmal anfordern, damit wir die ganzen Verträge weiterhin verlängern können. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal in die erste Mannschaft. Kruse ist ja leider verletzt. So, und jetzt habe ich hier auch noch irgendwas bei den Merchandise-Sachen gemacht. Und zwar, ich habe Auswärtstrikot aufgenommen, weil das hat letztes Mal ganz gut geklappt. Das hat noch ein paar Sachen gebracht. Und sonst habe ich hier nichts weiter gemacht. Ich würde sagen, wir gehen noch wieder ins nächste Spiel. 1-0 für uns. Fabi Vitaretti. Marcelo de Freitas mit einer Vorlage. Es bleibt bei einem 1-0 in der Halbzeit. Jetzt lassen wir eben den Assistenten sprechen. Und wir sagen, hier und heute gibt es nur noch den Sieg. Und dann, der offensive Mittelfeldspieler hat immer eine gute Note, egal wer da spielt. Dominik Rau mit einer Verletzung, kann nicht mehr weiterspielen. Oh, schon wieder Rau, Alter, der hat eine 1 gehabt. Waldschmidt mit dem 2:0, sehr schön. Momentan läuft's, keiner kann uns irgendwie stoppen, das ist schon mal sehr, sehr gut. Und muss ich überlegen, diese Spieler sind für 2 Saisons ausgeliehen, heißt, die werden nächstes Jahr, falls wir aufsteigen, in der dritten Liga auch noch dabei sein. Das 3:0 fällt auch durch, natürlich Waldschmidt. Wir sind dominant Erster, haben auch einen guten Kontostand. Ich habe nochmal um eine Erhöhung gebeten für 100.000 Euro, das passt auch. Wir sind sportlich
mehr als im Soll. Bauchmuskelriss, oh, 6 Wochen. Ja, wir simulieren direkt zum nächsten Spiel vor. 2 Sekunden soll das anscheinend dauern. Ist anscheinend nicht so. Wenn wir unseren Dings sehen, Sieg, 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 Sieg. Und Viktoria Berlin hinter uns, Sieg. Oh, Babelsberg letzter, sehr, sehr schön. Ich hasse Babelsberg, nur zur kleinen Information so. Ja, wir spielen jetzt gegen den letzten, gegen Babelsberg. Da erwarte ich aber einen extrem hohen Sieg, weil die haben nur noch Niederlagen gehabt letztes Mal. Dominik Rau wird erstmal ausgewechselt für... Ja, wir bringen jetzt einfach mal Malte Karpstein rein. Man muss auch mal die jungen Talente fördern. Aber sonst passt es eigentlich. Ja, wir können das Spiel anpfeifen, würde ich sagen. Passt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Unsere Form 1-0, 2-0, perfekt. Die erste Halbzeit mache ich ja immer so schnell. Und machen wir jetzt in Ansprachen hier und auf geht's. Gucken wir erstmal jetzt hier, wer die Tore gemacht hat. Dann gucken wir mal. Paul Germann, sehr schön. Gianluca Waldschmidt. Zickert wollte ich einwechseln. Heißt Zickert erstmal für Germann, hat auch ein gutes Spiel gemacht. Dreli Mamba vorne für Förster, hat seine erste Halbzeit wieder ganz gut gespielt. Und ich würde sagen, wir simulieren erstmal ein bisschen vor, bis zur, ja, ungefähr so 80. Minute. Können auch durchlaufen lassen, steht schon 3-0. Sehr schön, 3-0, Gianluca Waldschmidt. Momentan ziehen wir davon. Keiner kann uns wirklich einholen. Unser Kontostand ist auch sehr, sehr positiv, das muss man sagen. Jetzt haben wir dieses angesprochene Pokalspiel. Und ich würde sagen, unser Kontostand ist noch immer positiv. Sehr schön. Viktoria Hamburg, das ist natürlich kein Vergleich eigentlich. Steht 1-0 zur Halbzeit. Ich will das hier eben alles einfach nur noch zu Ende bringen. So, konzentriere ich. Wir sind in der nächsten Runde. Punkt aus, fertig. So, gucken wir uns mal die Noten an. Baude. Können wir auswechseln, weil Zickert da spielen kann, meint unser Assistenztrainer. Spalsch raus, Nübel rein und Mamba raus. Mamba rein, Waldschmidt raus. So, gucken wir mal, was unser Team noch so auf die Reihe bekommt. 3-0, 4-0, sehr, sehr schön. 4-0 haben wir das Spiel jetzt gewonnen, sind eine Runde weiter. Benjamin Förster, German Förster und German auswärts. Die haben auch eine ganz gute Form, weil die sich keine hohen Ziele gesetzt haben in dieser Liga. Ich würde sagen, ja, 1-0, sehr schön, passt. Momentan bekommen wir fast keine Gegentore, außer beim Spiel gegen Hertha. Aber das passt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Assistent nochmal sprechen lassen. So, wir drehen das Spiel jetzt mal richtig auf. Und die altbekannten Wechselzimmer. Mamba erstmal. So, gucken wir nochmal, was sich hier so machen lässt. Und es bleibt beim... Ah! Der erste Patzer. 1-1 gegen Fürstenwalde ist jetzt auch nicht der Weltuntergang. Oh mein Gott, ist auch nicht so schlimm. 1-1 gegen Fürstenwalde auswärts ist nicht tragisch oder so. Wir sind immer noch Erster, immer noch souverän. Außerdem war das auch eine englische Woche. Wir haben immer noch 6 Punkte Vorsprung auf den, auf Viktoria Köln, Viktoria Berlin natürlich. So, Pokalauslosung Wolfsburg 2 wird schon schwerer, meiner Meinung nach, weil die können Spieler der ersten Mannschaft dabei haben. Jetzt spielen wir gegen Luckenwalde, überraschender Zehnter in der Saison, eigentlich abgestiegen als Tabellenschlusslicht. Und ich würde sagen, spielt ordentlich Fußball, geht raus und zeigt den Luckenwaldern, wo der Hammer hängt. 1-0. Hier gucken wir mal eben, wer das Tor gemacht hat. Waldschmidt, ich brauche gar nicht mehr gucken, der macht so viele Tore bei uns. So, 1-0. Bleibt so, bleibt so, bleibt so, bleibt so. Wir bekommen diesmal nicht in der letzten Minute den Ausgleich, sondern es bleibt beim 1-0. Wir holen weitere 3 Punkte gegen Luckenwalde. Leute, das war's mit dieser Folge. Die war sehr, sehr gut. Wir sind erster Platz mit insgesamt 6 Punkten Vorsprung und wir sind in der Runde weitergekommen im DFL-Pokal Ost. Aber ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.